Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf meinem Kanal. Heute geht es um Star Trek Beyond, den dritten Teil in der neuen Star Trek Reboot-Reihe, könnte man sagen. Nach Star Trek und Star Trek Into Darkness. Dieser Film ist jetzt entstanden unter Regie von Justin Lin, nicht mehr von J.J. Abrams. Und in diesem Film geht es wieder einmal um die Besatzung der Enterprise, allen voran natürlich Captain Kirk und Mr. Spock, die in einen Hinterhalt geraten von sogenannten Krulls. Und die ganze Enterprise wird zerstört. Sie landen auf einem Planeten und ja, müssen dann irgendwo den Plan von Krull aufdecken und dahinter kommen, was überhaupt sein Plan so wirklich ist, und von diesem Planeten irgendwo fliehen und dann natürlich seinen Plan aufhalten. Das ist eigentlich schon die ganze Story von Star Trek Beyond. Relativ simpel gehalten, was hier aber nicht unbedingt was Schlechtes ist. Vorneweg, Star Trek Beyond ist ein Film, mit dem kann man absolut zufrieden sein, meiner Meinung nach. Ich habe mich mit diesem Film wirklich super unterhalten gefühlt. Dieser Film geht 2 Stunden und geht wirklich vorbei wie im Flug. Und das liegt einfach irgendwo daran, dass Star Trek Beyond ein rundum rundes Gesamtpaket darstellt. Also wir haben natürlich diese typischen Star Trek Elemente hier mit drin. Das ist natürlich diese Sci-Fi-Technologie und der ganze Kram. Und wenn man darauf sowieso schon steht, dann wird man sich eh Star Trek Beyond angucken. Aber ich fand wirklich, Star Trek Beyond bringt den Flair von diesen alten Star Trek Sachen wieder mit sich, von denen ich, gebe zu, nicht so viel gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, da kann ich wirklich sagen, okay, Star Trek Beyond fühlt sich wirklich jetzt ein wenig so an, wie diese alten Star Trek Episoden irgendwie. Wir haben halt Leute rumlaufen mit viel Make-up, die ein bisschen strange aussehen, in coolen Masken, so eine kleine Sache, die gehören einfach schon so zu Star Trek dazu. Des Weiteren fühlt sich dieser Film an wie eine Star Trek Episode, finde ich, weil die Crew ist halt hier gestrandet auf diesem einen Planeten und die Crew findet sich im Laufe des Films wieder irgendwann zusammen auf diesem Planeten, aber wir bekommen gerade so in der ersten Hälfte sehr, sehr viele Momente, in denen wir einfach die Beziehung zwischen den einzelnen Crewmitgliedern mitbekommen, und das sind vor allem zwischen Mr. Spock und Hank McCoy in diesem Fall. Verdammt, Spock! Und Chris Pine, der hier den Captain Kirk spielt, der wirkt jetzt wirklich erwachsener, also der wirkt wirklich wie jemand, dem die Crew was bedeutet, wie ein verantwortungsbewusster Captain, der ja trotzdem noch immer so ein bisschen draufgängerisch ist, aber gerade in Retrospektive jetzt so zum ersten Star Trek Film von J.J. Abrams, ich habe mir die beiden Teile vorher nochmal angesehen, der Typ hat echt eine krasse Wandlung durchgemacht irgendwie so in der Reihe. In den ersten 2 Teilen war er immer noch dieser Hitzkopf und hat so sein Ding gemacht, aber jetzt in dem Teil, er ist extrem verantwortungsbewusst und will einfach nur das Beste für seine Crew. Natürlich, wie gesagt, Carl Urban, der hier den Hank McCoy spielt, und Zachary Quinto als Spock. Super, allgemein, dieses Franchise als Reboot, das ist richtig, richtig gut besetzt. Das muss ich einfach nochmal sagen. Anton Yelchin, vor allem als Chekov, viel zu früh gestorben, der Schauspieler. Ich mochte den wirklich sehr, nicht nur in den Star Trek-Filmen. Und dann natürlich Simon Pegg ist immer gut, ist aber auch ziemlich alt geworden, der Typ. Das muss man auch irgendwie sagen. Die einzigen, die, finde ich persönlich, jetzt nicht so viel zu tun hatten in dem Film, das waren Uhura und Sulu. Aber das konnte ich jetzt auch verkraften. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, man bekommt wieder einen schönen Einblick in diese Figuren. Und wenn diese Figuren wieder zum Leben erweckt werden und wenn man diese Figuren sowieso mag, dann wird man gerade im Star Trek Beyond, finde ich, sehr, sehr viel Spaß haben. Wer jedoch allen die Chance steht, das ist unsere Cypher-Amazone in diesem Film, deren Charakternamen ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe, um ganz ehrlich zu sein. Gespielt wird sie übrigens von der mit diesen Stilettenbeinen aus Kingsman, falls ihr euch daran noch erinnert. Hat wirklich jedem die Show gestohlen in diesem Film, war wirklich sehr, sehr cool. Und würde ich mich freuen, wenn wir in den nächsten Star Trek-Teilen vielleicht noch mehr von ihr sehen. Und dann natürlich der Antagonist in diesem Film, gespielt von Idris Elba, Krull. Also nicht Skrull, wie in den Marvel-Comics, sondern Krull, auch wenn sie sich ein wenig ähnlich sehen. Dachte man eigentlich den ganzen Film über, dass es mehr so ein Star Trek-Standard-Bösewicht ist, der einfach nur böse ist, weil er böse ist. Aber selbst bei ihm wird hinten raus dann noch ein bisschen aufgedeckt, warum er so ist, wie er ist. Fand ich persönlich cool, war jetzt nichts Großartiges oder Bahnbrechendes, aber war zumindest mehr, als einfach nur einen platten Antagonisten zu haben. Dieser Film ist ja jetzt entstanden unter der Regie von Justin Lin, der vor allem bekannt ist dafür, dass er viele Filme von der Reihe The Fast and the Furious gemacht hat. Und da haben ja viele Leute gesagt, was, der macht den nächsten Star Trek Film? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja nur schlimm werden. Fast and Furious und Star Trek passt da überhaupt nicht zusammen. Aber ich muss sagen, der hat das unglaublich gut gehandelt, wie ich eigentlich schon von vornherein gesagt habe, dass Justin Lin das gut machen wird. Weil der Typ ist ein ordentlicher Regisseur und er weiß vor allem, wie man kreative Action-Szenen umsetzt. Und ich muss auch sagen, die Szenen in Star Trek Beyond, die so action-heavy waren deutlich kreativer als
vor allem in Star Trek Into Darkness, den ich ja jetzt nochmal gesehen habe, wo es ja meistens doch nur war, kommen wir, kloppen uns jetzt und ballern auf Sachen. Da muss ich wirklich sagen, war Star Trek Beyond wirklich sehr, sehr cool, weil jedes Action-Set-Piece ist irgendwie was Besonderes. Ich will jetzt hier nicht spoilern, deswegen erzähle ich jetzt nicht zu viel, aber was man zum Beispiel schon im Trailer gesehen und ganz am Anfang, wenn die Enterprise in diesen Sturm kommt von diesen kleinen Raumschiffen und komplett zersäbelt wird, das ist unglaublich cool und das ist auch so ein Moment in diesem Film, wo man wirklich Spannung spürt, finde ich. Der restliche Film, ich muss ganz ehrlich sein, wirkt so, als würde die Crew alles ein wenig zu leicht lösen und ich hatte nie wieder dieses wirkliche Spannungsgefühl wie am Anfang des Filmes, aber macht trotzdem genauso viel Spaß, weil der restliche Film stützt sich halt viel auf diese Star Trek Mentalität von, okay, wir haben jetzt dieses Problem, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Und das fand ich sehr, sehr cool. Und da gab es so unglaublich viele Momente. Und das floss halt dann so gut in die Action-Szenen rein, dass dadurch die Action-Szenen einfach unglaublich kreativ wurden. Viel mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen zu Star Trek Beyond. Das war es an sich eigentlich schon. Wir hatten sehr coole, kreative Action-Szenen. Der Film war zwar nicht so spannend wie seine Vorläufer und nicht so schnell gepaced wie seine Vorläufer, nimmt sich ein wenig mehr Zeit für seine Charaktere, ist deutlich ruhiger erzählt jetzt im Verhältnis, ist aber definitiv kein langatmiger Film oder sonst was. Dieser Film hat ein unglaublich gutes Pacing, vergeht wie im Fluge, die Charaktere sind wirklich schön und machen wieder einmal Spaß. Der Antagonist kriegt nachher mehr, als man am Anfang noch gedacht hat. Und generell ist Star Trek Beyond einfach ein wirklich rundes Gesamtpaket gewesen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film. 7,5 von 10 Punkten bekommt dieser Film von mir, Star Trek Beyond. Wenn ihr Fan der Reihe seid, dann schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Ich denke, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Ich kann euch sagen, welche Filme ich mir nicht im Kino anschauen werde. Das wird sein Independence Day Resurgence. Da gebe ich keinen Scheiß drauf, um ganz ehrlich zu sein. Ghostbusters, der neue Film, den werde ich mal gekonnt auslassen. Und The Legend of Tarzan interessiert mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich die Bohne. Suicide Squad werde ich mir bestimmt angucken, es sei denn, es wird wie bei Batman wie Superman sein, dass dann man hört, wenn der Film rauskommt, noch ein Super Special Extended Cut später rauskommt, dann werde ich mir diesen Film auch sparen im Kino. Tja, sonst wird der erste Film im Kino halt erst wieder Jason Bourne. So denn, das war's von mir zu Star Trek Beyond. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich würde sagen, macht's gut, bis dann. Ciao.